So, dann alle guten Dinge sind dann drei. Jetzt sollte es dann klappen. Ja, jetzt sehe ich auch, beziehungsweise höre ich mich auch auf dem Kontrollmonitor. So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Die letzte Live-Sendung vor Weihnachten. Und ja, dann schauen wir halt mal, was der DAX so gemacht hat, was ich im gestrigen Video eben erwähnt habe. War hier dieses Chartbild im Stundenchart und nachbörslich stand ja der DAX schon 100 Punkte etwa höher, eben auf dem 10.575er Level, und diese beiden Kursziele waren noch genannt und das Maximalkursziel war eben ein Erreichen dieser Abwärtstrendlinie. Gedreht hat jetzt der DAX bei 10.680, nahezu exakt, das Hoch lag bei 10.687. Also hier hat es jetzt heute hier erstmal soweit gepasst. Allerdings, wenn man jetzt hier den Tageschart anschaut, ja, prallte eben er auch an der Oberkante des Rainbows ab, genauso wie an der Wolkenoberkante. Also hier ist auch definitiv noch kein, im Tageschart, noch kein Kaufsignal erstmal in Sicht, soweit. Bewegt sich jetzt eben zwischen der Rainbow-Unterkante und der Rainbow-Oberkante. Im Eurostoxx-Index sieht man eben auch, dass er eben Probleme hat, hier die Rainbow-Unterkante zu überwinden auf Tagesschlussbasis. Hier sieht es eben auch erstmal alles noch danach aus, dass er jetzt trotzdem noch eher nach unten will. Sollte er eben nicht heute hier darüber schließen, sage ich mal, über den Schlusskurs über, ja gut, vor Weihnachten, ob das jetzt groß ausschlaggebend wäre. Muss man eben dann, das sieht man das nach Weihnachten, nach den Festtagen, weil ja auch Amerika noch, die handeln auf alle Fälle am 25., ne, am 26., am 26. Samstag, also wird der eben auch erst, aber die handeln eben am 24., sorry, also die US-Handel, der US-Handel ist noch am 24. offen und wir schließen eben dann heute. Also ein Börsentag hat Amerika jetzt länger auf. Also hier ist eben auch noch nicht ganz klar, ob wir nach Weihnachten dann steigende Kurse sehen oder eben dann doch nochmal Richtung 3.150 abdriften. Ich werde den DAX heute jetzt eben sicherlich auch nicht mehr traden und deshalb schauen wir jetzt noch die Setups an. Da ist zumal die Deutsche Bank Setup, was noch läuft, konnte heute mit einem Abwärtsgap eröffnen. Das passt eben soweit noch. Was möglicherweise heute interessant wird, ist eben Brentöl. Hier bleibt die Stop-Buy-Marke bei 36,69 liegen. Allerdings könnte man hier diese, ja, die Schlusskursbasis wegnehmen und wenn der Kurs direkt hier über dieses Level ansteigt, könnte es noch zum Jahresende oder auch noch heute ein Short Squeeze stattfinden. Ziel ist eben hier der EMA 200 im Stundenchart. Gold konnte sich jetzt hier nicht ganz so durchsetzen. Allerdings steht auch das wichtige Kursziel, was auch immer, wichtige Kauf, die Kauf-Buy-Trigger-Marke stand hier eben bei
1087 und dieses Level wurde ja noch nicht erreicht. Hier habe ich jetzt eben geschrieben, sollte die Unterkante verteidigt werden. Bislang lief der Kurs unten hin und prallte leicht ab. Kommen wir noch zum Pfund gegen US-Dollar. Da lief es hier exakt an die Marke hin. In dem Video gestern erwähnt, konnte man hier einsteigen und den Stopp sehr eng setzen oder eben auch auf Stundenbasis hier den Stopp belassen. Also nicht, wenn es direkt hier nochmal runtergehen sollte, wäre ein Ausstoppen vielleicht unglücklich, denn dann könnte eben der Kurs bis hier oben anziehen. Aber hier passt es soweit. Beim Euro-US-Dollar hatte ich ja gestern hier erwähnt, sollte man im Prinzip Gewinne mitnehmen, aber für Gewinne mitnehmen ist dann jeder selber zuständig. Im Prinzip passt das Setup trotzdem noch, allerdings wäre jetzt natürlich ein kleiner Rücklauf möglich, der ja nicht unter die Unterkante gehen sollte und dann nochmal nach oben sich bewegen sollte der Kurs. Zum Gary Weber Setup, ja, das sollte jeder, der die Analyse folgt hat, im Plus liegen. Leider gab es jetzt hier doch nicht der Kaufdruck, sondern nur ein Hoch bei 12,44. Also hier blieben die größeren Geschenke aus. Jeder sollte eben selber entscheiden, ob er jetzt hier auch die kleineren Gewinne mitnimmt. Denn, ja, wie man hier im Chartbild eben sieht, gibt es hier öfters Downgaps und das eben nicht wenig. Also hier liegt bestimmt was im Argen. Nicht nur Umsatzeinbußen, vielleicht auch sonstige Probleme. Also über die Feiertage würde ich jetzt diesen Wert nicht halten wollen. So, das war's jetzt erstmal. Im Prinzip ging hier auch vieles dem gewohnten Gang. Zwar nicht alles perfekt, natürlich, aber bin soweit zufrieden, wie sich die Märkte sich also die letzten ja, gut drei Monate entwickelt haben. In der Zeit, wo ich hier den Desktop betreue. Und somit wünsche ich allen Zuhörern und treuen Zuhörern ein frohe und erholsame Festtage. Und zwischen den Feiertagen melde ich mich wie gewohnt zu Bild und Wort und hoffe, das ein oder andere Setup zu finden. Danke und bis nächste Woche dann.